Ja, Frau Blumentopf, gehen Sie mal zur Seite. Herr Huber, sind Sie sich sicher, dass das funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Wollen Sie hinterher noch mit Ihrem Motorrad fahren? Ja, das war so vorgesehen. Ja, tatsächlich. Moment, ich gehe auf die andere Seite, dann kann ich es auffangen. Aber das sieht schon ein bisschen... Naja, den Zaun müssen Sie ja eh bezahlen. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegen Sie es ja so raus, dass da nichts kaputt geht. Ich glaube nicht. Moment. Oh je. Oh Gott, langsam, Herr Huber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird irgendwie nicht viel besser. Ist doch gleich draußen, Frau Blumentopf. Oh Gott. Ich glaube, den Reifen, den kann ich jetzt auch vergessen. Nicht runterwerfen, Herr Huber, um Gottes Willen, aufpassen. Oh je, oh je, oh je. Aber schauen Sie, der Zaun sieht noch ganz okay aus. Ich glaube, da muss ich gar nichts bezahlen. Oh je. Sehen Sie, Frau Blumentopf, da ist er doch. Aber der Reifen ist ja noch in Ordnung. Sieht schon, und das Blech sieht schon ziemlich zerkratzt aus. Ja. Wer von uns ist denn auf eine Wiese gefahren und in ein Stacheldraht? Ja, wie soll denn da das Motorrad aussehen? Ja, aber da sind auch gelbe Lackspuren dran. Das haben Sie jetzt gemacht. Nee, das kommt von Ihrem Motorrad selber. Na gut, ich guck mal, ob es noch anspringt. Moment. Es läuft noch. Herr Huber, ich fahre mal zurück zum Hof und schau mal, ob das noch gerade ausläuft. Aber vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, gerne. Oh Gott. Gefolgt. Moment. So, danke schön. Bitte schön. Da ist ein Zaun. Down. Tschüss. Ich glaube, ich warte lieber, ne, bis sie weg sind. Soll ich Ihnen hinterherfahren? Weiß ich nicht. Nachher ist noch mein Lader kaputt. Nein. Sie fahren ja nicht gegen Zäune. Ja, ich nicht, aber Sie fahren gerne gegen Sachen. Na, das war jetzt ein Unfall. Das mache ich sonst eigentlich nicht. Das ist aber auch hier auf dem Land alles anders. Die Straßen... Es fährt sich hier komplett anders. Ja, viel weniger Verkehr, ne? Ja, in der Stadt ist das alles viel einfacher. Einfacher? Ja. Wohl eher voller. Ja, aber da gibt es nicht so viel Zäune. Nee, mehr Autos, mehr Menschen. Ja, aber die bewegen sich ja. Die Zäune, die stehen. Autos weichen ja aus, wenn ich komme. Und die Menschen. Ah, da verstehe ich, was in der Stadt die Leute mal bei Ihnen gemacht haben. Jetzt verstehe ich, warum Sie auf dem Land sind. Naja, auf dem Land bin ich wegen meinem Opa. Ja, und weil Sie in der Stadt keiner mehr mag, oder? Ja, doch. Doch, doch. Da gibt's so viele Leute. Aha. Warum gehen Sie da nicht wieder zurück? Ja, das bin ich wirklich am Überlegen, Herr Huber. Und dann? Ich biege hier ab. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. So, um Gottes Willen. Das Motorrad ist wieder da. Gott sei Dank. Ich hoffe nur, dass der Zaun jetzt nicht allzu beschädigt ist. Aber das Motorrad scheint ja noch gut geradeaus zu laufen. Ja, das ist in Ordnung. Aber ich muss den Bus noch holen, fällt mir gerade ein. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das Motorrad nicht abgebe. Eigentlich ist es ganz toll, aber wenn ich jetzt das Auto auch noch habe, brauche ich doch eigentlich kein Motorrad mehr. Also beides, glaube ich, kann ich nicht halten. Da muss ich mir überlegen. So, ich stelle es jetzt erstmal hierher. Oh mein Gott.
So. Okay. Naja, gut, der Schaden hält sich in Grenzen. Es geht. Gut, dann hole ich jetzt mal ganz kurz mein Auto. Und ich sollte mich noch um meinen Onkel kümmern. Von ihm habe ich jetzt nichts mehr gehört, aber ihm sollte ich noch zurückschreiben. Das mache ich noch ganz kurz. Dass er sich bei mir meldet. Ach, der Sepp ist da. Schaut mal. Oh, das ist ja lieb. Der zieht mir hier schon das Heu in Bahnen. Ach ja, genau. Dann kann ich es besser einsammeln. Das ist ja lieb. Da könnt ihr mir nachher noch bei helfen. Das machen wir. Frage ist, machen wir Ballen? Oder nehmen wir es lose? Ich glaube, so ein Ballenwickler hat mein Opa hier stehen, wenn ich mich recht entsinne. Wir müssen mal gucken, was er für Maschinen hat. Da gehen wir jetzt gleich mal schauen. So. Das ist ein schickes Auto. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und er klingt doch gut. So. Stellen wir den erstmal. Ups, da sind auch überall diese Zäune. Das ist echt. Stellen wir den erstmal auf den Hof und dann gucken wir mal, was wir mit dem Gras machen. Schließlich müssen wir hier auch mal vorankommen. Vorsicht, Anhänger. So, dann stellen wir den mal kurz daher. Den können wir ja später in die Garage bringen. Habe ich hier was gehört? Nein. Gut, also wir haben... Das da ist, glaube ich, so ein Wickler. Den können wir nehmen. Oder wir nehmen einfach... Ich glaube, Opa hat noch... Ja, hier. Ich glaube, ja, das ist doch da hinten. Das ist dieser Wagen, mit dem hat er das immer aufgesammelt. Daran erinnere ich mich noch. Und das hier war die große Scheune, wo er das ganze Heu drin hatte. Da haben wir als Kinder, da sind wir da mal rein und haben da drin gespielt. Durften wir eigentlich nicht. Haben wir aber trotzdem gern gemacht. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Mit Nachbarskinder waren wir hier am Gange. Gut, nee, ich würde sagen, wir sammeln es so auf. Wir fahren rüber und sammeln es auf. Ich glaube, die Wiese kann man auch noch mähen. Ich glaube, da können wir auch noch drüber. Das können wir auch noch machen. Genau, dann haben wir echt viel zu tun. Na, euch geht's gut? Ach, ich weiß ja gar nicht. Das Landleben gefällt mir schon. Ich finde das schon schön. Aber es ist halt wirklich... Es ist nicht einfach. Es ist schon ein bisschen hart. Deswegen... Ich weiß nicht. Ich könnte auch genauso gut zurückgehen in meinen Blumenladen. Blumen binden, da war immer alles so geordnet. So, Sepp, wie weit bist du? Brauchst du noch eine Sekunde? Gut, dann warte ich noch das Eckchen und dann nehme ich dir den Traktor ab und hol den Ladewagen. Ach so, was ist eigentlich mit meinem Traktor mit den Bremsen? Da muss ich dann auch mal bei Zeiten nachfragen. Aber jetzt, ich glaube jetzt erstmal, wenn wir die paar Minuten Zeit haben, schreiben wir mal kurz dem Onkel. So, wo ist mein Handy? Also, was schreiben wir ihm denn? Er ist mit Bernd unterwegs, er meldet sich. Naja gut, aber wohin ist er? Das wäre erstmal interessant. Und ob es ihm gut geht, weil das sieht ja ihm ja alles gar nicht ähnlich. So. Hallo, lieber Onkel. Wo bist du hin? Sag mir doch bitte, wann du kommst. Deine Luise. Okay. Abgeschickt. Mal schauen. Ey, Sepp, wo ist er hin? Ja, kaum sieht er mich, rennt er weg. Na gut, dann machen wir den Rest noch alleine. Das kriegen wir hin. So. Okay, einmal drehen. Das kriegen wir hin und dann holen wir ganz kurz den Ladewagen. Ich
Ich glaube, da können wir hier gerade ansetzen, oder? Ja. So. Das kenne ich von Opa. Bei der Grasernte, beim Heumachen etc. Da war ich... What? Was macht denn der Herr Huber da? War der schon wieder auf meinem Hof? Also manchmal ist der mir schon ein Rätsel, der Herr Huber. Bin mir manchmal nicht sicher, ob er jetzt nett ist oder ob man bei ihm aufpassen sollte. So. Okay, noch zwei Bähnchen hier und dann haben wir es. Dann haben wir hier frisches, weil wir wollen ja auch, eigentlich war es ja auch vorgesehen, dass Kühe auf den Hof kommen. Und die brauchen ja auch was zu essen. Tja. Okay. Dann können wir den wieder wegbringen. Ich wüsste jetzt schon ganz gern, was der Herr Huber da gemacht hat. Warum der hier bei mir rumschlawenzelt. Oh, schon wieder Zaun. Immer diese Zäune. So, jetzt bringen wir den mal ganz kurz zurück. Und irgendwie sollte ich auch mal den Traktor waschen. Der wird immer schmutziger. Vorsicht, Auto. Aber das mit dem Traktor fahren, das klappt immer besser. Da bin ich fast ein bisschen stolz drauf. Ups. Okay. Halt erstmal runter, das gute Ding. Genau. So, Wunderbärchen. Dann nehmen wir uns mal den Ladewagen mit. Der steht da aber auch ein bisschen komisch. Oh je. Ich hoffe, dass wir da jetzt rankommen. Jetzt schauen wir mal. Sonst müssen wir den irgendwie... Na doch, hat funktioniert. Gut. Kriegen wir den da raus? Ja, den kriegen wir da raus. Gut, dann nehmen wir den mit. Vielleicht hat er sich nochmal das Auto angeschaut. Das kann ich mir vorstellen. Das sieht aber auch toll aus. Nur waschen muss ich das mal. Ich hoffe, dass ich jetzt von meinem Onkel bald Bescheid bekomme, dass ich weiß, was da los ist. Weil so ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Ich kann mal kurz rüberlinsen. Was macht denn der Herr Huber? Huf, hier war schon die Hofeinfahrt, die Wieseneinfahrt. Oh je, ich hoffe, wir kommen hier durch. Gut, sehr schön, hat gepasst. Der Sepp hat hier auch noch den Grubber. Nein, den, was ist das? Den Pflug stehen, den brauchen wir nachher auch. So, okay. Wie war das? Einmal runter und an. Oh ja, schön, das funktioniert. Daran erinnere ich mich. Da sind wir als Kinder auch, da waren ja Nachbarskinder auch dabei. Wir haben ja immer alle zusammengespielt. Da sind wir oft hinten im Heu gesessen, wenn Opa hier drüber gefahren ist. Und da hatten wir unseren Spaß. Das war toll. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich mal hier vorne sitze und selber das alles aufsammle. Da. Und weiter geht's. Oh, das hat der Sepp aber toll gemacht. Da muss ich mich auch mal ganz fest bei ihm bedanken. Dass er mir hier immer so gut hilft.
Aber Hubers drüben, da ist gar nichts los. Da sehe ich gar nichts. Hat wahrscheinlich nichts zu tun. Sitzt wahrscheinlich auf seiner Terrasse und trinkt erstmal sein Käffchen. Da geht noch was rein. Ist noch nicht voll. Gut, da kann ich Sepp nachher gleich anrufen. Vielleicht hat er noch mal Zeit. Bei Flügen, das ist so etwas, was er unheimlich gern macht. Vielleicht hat er noch mal Zeit und kann hier anfangen, die Wiese umzugraben, weil hier wollen wir ja noch mal ein Feld machen. Ich weiß gar nicht, was wir drauf pflanzen sollen. Ich habe gar keine Ahnung. Aber Fakt ist, wir müssen uns hier, glaube ich, auch ein bisschen beeilen, weil ich erinnere mich, Opa hat das auch immer recht früh gemacht. So, passt noch was rein? Sehr schön. Ja, jetzt dürfte es aber bald voll sein. Dann können wir die erste Fuhre, die erste Ladung zurückbringen. Dann haben wir hier wirklich schon ganz schön was geschafft. Da bin ich echt stolz drauf. Ob ich das hier weitermache, ich weiß es nicht. Ich meine, der Herr Huber hilft mir ja wirklich schon sehr, sehr gut. Bei vielen Dingen ohne ihn wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Das muss man schon sagen. Aber ob das Landleben immer was für mich ist, da muss ich erst nochmal schauen. Ja, das ist doch alles ein bisschen komplizierter und schwieriger, als ich dachte. So, ich glaube, es passt doch was rein. Ach, sieh mal an, da hinten ist er ja. Was hat denn er für einen alten Traktor? Wow, das ist ja mal ein... So, ist es denn schon voll? Nein, da passt noch was rein. Sehr schön. Dann nehmen wir noch die Bahn. Und rum. Ist jetzt noch nicht am Zaun hängen geblieben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ach, aber ein bisschen frisch ist heute. Friert's euch? Sollen wir die Fenster zumachen? Nein? Ist okay? Na gut, ihr seid ja auch warm angezogen. Wir haben noch keinen Sommer. Da müssen wir noch aufpassen. Krank werden dürfen wir nicht. Da haben wir gar keine Zeit für. Was macht denn der da drüben mit der alten Maschine? Ich sehe den Rauch bis hierher. So, das gucke ich gleich nochmal. Wie viel denn noch drin ist. Wie viel noch reinpasst. Lass mal... Oh Gott. Was war das denn? Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Was war da? Oh nein. Schnell raus. Was ist denn hier passiert? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann das sein, dass der voll ist? Nein, der ist nicht voll. Da passt noch was rein. Wieso machst du das jetzt? Oh Gott, schnell fahren. Hilfe! Das ist bei Opa nie passiert. Hilfe! Ich habe das Gefühl, der Anhänger schiebt mich. Ich kann gar nicht so schnell fahren, wie der schiebt. Oh nein. Oh Gott, steigt schnell aus. Ich glaube, ich stelle den jetzt erstmal hin. Und guck, was hier kaputt ist. Also das hört nicht auf. Das ist so schlimm. Und ihr geht erstmal. Ihr geht erstmal. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.